Es gibt ja diesen Begriff der Altersmilde, wo man immer behauptet, dass Leute, wenn sie älter werden, die Chance haben, ja, entspannter mit Dingen umzugehen. Ich würde nicht sagen, dass ich gelassener mit Dingen umgehe. Ich glaube einfach, dass ich schneller vergesse, worüber ich mich eigentlich aufregen wollte. Colombina, macht euch keine Sorgen, es fehlt an nichts, was ihr ihnen bieten müsstet. Und für die Musiker und Diener, dafür muss Arlekin sorgen. Er ist ein Dichter und er liebt mich ein klein wenig. Er muss improvisieren. Er kennt ja genug lustige Personen. Ihr werdet schon sehen. An nichts soll es fehlen und eure Gäste werden euch versichern, dass sie in ihrem ganzen Leben keine so wunderbare Fiesta gesehen haben. Sirena, ach Colombina, wenn das wahr wäre. Wie würdest du in meiner Liebe steigen? Lauf und hol deinen Dichter. Wir haben keine Zeit, um keine Zeit zu verlieren. Columbine, meinen Dichter? Der geht dort auf und ab an der anderen Seite des Gartens und wartet nur darauf, dass ich ihm ein Zeichen gebe. Sirena, es würde dich wohl für mich nicht schicken, wenn ich eurem Gespräche beiwohnte. Ich darf mich ja nicht dazu herablassen, solche Dienste zu erbitten. Ich überlasse es also alles deiner Sorge. Dass mir aber bei der Fiesta auch nichts fehlt. Ich werde alles belohnen. Diese jammervolle Not darf nicht länger dauern, oder ich will nicht Donna Sirena heißen. Columbina, alles wird in Ordnung kommen. Seid ruhig und geht. Donna Sirena verlässt das Gartenhaus. Zweiter Auftritt. Columbina, sodann Crispin, der rechts von hinten kommt. Columbina, rechts rufend, Arlekin, Arlekin. Er ist es nicht, Crispin sehend. Crispin, fürchtet euch nicht, entzückte Columbina, von dem souveränen Genie geliebte, das in allen Dingen ein außerordentlicher Dichter sein wollte und deshalb in seinen Versen den Glanz eurer Schönheit nicht übertrieb. Wenn sich das Lebensende je von dem Gemälde unterschied, so hier und zum Vorteil des Lebendigen, obwohl auch das Gemälde selbst unendlich schön ist. Columbina, und ihr, wer seid ihr? Auch ein Dichter oder nur ein Höfling oder ein Schmeichler? Hier ist jetzt ein Ölbild, würde ich vermuten, wo, wenn ich das richtig interpretiere, irgendwie zwei Leute sich treffen. Ja, passt jetzt irgendwie nicht zu der Szene, aber es ist bunt zumindest, mal so eine erste bunte Illustration. Also Höfling oder Schmeichler, Crispin, ich bin der beste Freund eures treuen Arlekin. Obwohl ich es heute seine Bekanntschaft machte, hat er schon meine ganze Freundschaft erobert. Mein höchster Wunsch war, euch zu begrüßen. Und der Senior konnte mir diesen Gefallen tun, weil er so sicher auf meine Freundschaft bauen konnte, ohne die ich Gefahr laufen würde, mich in euch zu verlieben. Columbina, Senior Arlekin kann ebenso meiner Liebe wie eurer Freundschaft vertrauen. Nehmt nicht alles Verdienst für euch in Anspruch. Ein Mann spielt eine lächerliche Rolle, wenn er sich dem rühmt, dass er den anderen Männern großmütig das Leben und den Frauen das Herz ließ, ohne es zu rauben. Crispin, jetzt sehe ich, dass euch zu sehen nicht halb so gefährlich ist, als euch zuzuhören. Columbina, verzeiht, ich habe mit Signor Arlekin wegen der Fiesta des heutigen Abends zu reden. Das ist nicht nötig. Ich komme gerade deshalb gesandt von ihm und von meinem Herrn, der euch die Hand küsst. Columbina, und wer ist euer Herr, wenn man danach fragen darf? Crispin, es ist der edelste Ritter, der größte. Gestattet, dass ich vorläufig über seinen Namen Schweigen bewahre, aber bald werdet ihr ihn kennenlernen. Mein Herr wünscht nichts sehnlicher, als Donna Sirena seine Aufwartung zu machen und heute Abend auf ihrer Fiesta erscheinen zu dürfen. Columbina, der Fiesta? Wusstet ihr? Crispin, ich weiß. Meine Pflicht ist es, alles zu wissen. Ich weiß auch, dass die Fiesta durch gewisse Schwierigkeiten gestört werden könnte. Aber diese Schwierigkeiten sind beseitigt. Für alles ist gesorgt. Woher wisst ihr? Sagt Columbina. Crispin, ich weiß. Und ich versichere euch, es wird an nichts fehlen. Lichter und Feuerwerk, Musik und Gesang, alles, was geboten werden muss, wird geboten werden. Es wird die herrlichste Fiesta der Welt sein. Columbine, seid ihr vielleicht zufällig ein Zauberer?
Crispin, ihr werdet mich noch allmählich kennenlernen. Jetzt sage ich euch nur, dass das Schicksal nicht umsonst Leute zusammengebracht hat, deren gesunder Verstand nicht unter den Skrupeln zugrunde geht. Mein Herr weiß, dass Signor Polichinelle an der Fiesta des heutigen Abends teilnimmt, zusammen mit seiner schönen Tochter Silvia, der besten Partie in der ganzen Stadt. Wie mein Herr ist, wird sie sich in ihn verlieben. Mein Herr wird sie heiraten und mein Herr wird sie die vermittelnden Dienste der Donna Serena gebührend ehren und honorieren, ebenso wie die euren, wenn ihr bereit seid, ihn zu protegieren. Columbine, ihr liebt die Umschweife nicht. Ich sollte mich durch eure Unverschämtheit beleidigt fühlen. Crispin, die Zeit drängt und lässt mir keine Gelegenheit zu unvornehmen Worten. Columbine, wenn ich den Herrn nach dem Diener beurteilen wollte. Crispin, fürchtet das nicht. Mein Herr ist der höflichste, der aufmerksamste Kavalier. Meine Unverschämtheit gibt ihm sogar das Recht, vornehm zu sein. Harter Zwang des Lebens kann den edelsten Ritter zum Gebrauch niederer Schelmenkünste zwingen, ebenso wie die edelste Dame zu niedrigem Beruf. Und diese Mischung von Niedrigkeit und Vornehmheit, wenn sie sich in einer Person vereinigen, verdunkelt ihren Ruf in den Augen der Welt. Die Kunst ist, in zwei Personen zu zerlegen, was sonst in einer vereint ist. Mein Herr und ich sind jeder ein Teil des anderen, obwohl wir eigentlich dieselbe Person sind. Wäre es doch immer so. Ein jeder von uns trägt in sich einen edlen Herrn voll stolzer Gedanken, der alles Erhabenen und Schönen fähig ist. Und daneben den demütigen Diener, der die kleinlichen Arbeiten tun und die niedrigen Handlungen verrichten muss, zu denen das Leben nun einmal verpflichtet. Die ganze Kunst ist, beide so voneinander zu trennen, dass wir stets sagen dürfen, das war ja nicht ich, das war ja nicht ich, diese Gemeinheit hat mein Lakai begangen. In der jämmerlichsten Lage, die uns das Leben bringt, regt sich stets in uns ein kleines Etwas, das über uns selbst stehen möchte. Wir würden uns zu sehr verachten, wenn wir nicht glauben könnten, dass wir mehr wert sind als unser Leben. Nun wisst ihr, wer mein Herr ist, der Herr der edlen Gedanken und der stolzen Träume. Und ihr wisst auch, wer ich bin, der Mann der niedrigen Dienste, der wie ein Hund am Boden schnüffelt und wie ein Maulwurf gräbt in allen Lügen, in aller Unwürdigkeit und in aller Jämmerlichkeit. Nur habe ich in mir etwas, das mich von mir selbst rettet und mich in meinen Augen erlöst und freispricht. Das ist die Treue und die Ergebenheit meines Dienergemüts, das sich erniedrigt und im Staube kriecht, damit der andere fliegen kann und damit er immer bleibt, der Herr der edlen Gedanken und der stolzen Träume. Man hört innen Musik. Columbine, woher kommt die Musik? Crispin, das ist die Musik, die mein Herz auf Fiesta mitbringt, zusammen mit allen seinen Pagen und Dienern und einem ganzen Hofe von Dichtern und Sängern, die Signor Arlecchin anführt und zusammen mit einer Legion von Soldaten, die der Hauptmann befehligt, mit Fackeln voran. Columbine, wer ist euer Herr, dass er so viel vermag? Ich eile meine Herrin zu benachrichtigen. Crispin, auch das ist nicht nötig. Da kommt sie schon. Dritter Auftritt. Dieselben Donna Sirena aus dem Gartenhaus. Sirena, was bedeutet das? Wer hat die Musik bestellt? Welch ein Menschengewimmel naht sich unserer Tür. Columbine, fragt nach gar nichts. Wisset, dass heute in unserer Stadt ein großer Herr eingetroffen ist und dass er es ist, der euch heute Abend die Fiesta zum Geschenk macht. Sein Diener wird euch alles sagen und ich weiß nicht, ob ihr mit einem großen Narren oder mit einem großen Schelm sprecht. Wie das aber auch sein mag, ich versichere euch, ihr sprecht mit einem ungewöhnlichen Menschen. Sirena, aber das war das nicht eben Arlecchin? Columbine, fragt nicht. Es ist alles wie im Zaubermärchen. Crispin, Doña Sirena, mein Herr lässt um die Erlaubnis bitten, euch die Hand zu küssen. Ein so edler Herr und eine so edle Dame dürfen sich nicht um Intrigen sorgen, die unter ihrer Würde sind. Ehe er also kommt, um euch seine Aufwartung zu machen, muss ich euch alles sagen. Ich könnte mir euer Vertrauen sofort erobern, wenn ich euch aus eurer Geschichte einige der vielen Ereignisse erzählte, die ich kenne. Aber es würde sich nicht für mich schicken, dieses Thema zu erschöpfen. Mein Herr versichert euch, er überreicht euch ein Papier mit seiner Unterschrift,
dass er seinerseits allen Verpflichtungen nachkommen will, wenn ihr eurerseits allen Verpflichtungen nachkommt, die er euch vorschlägt.